Es gibt nur einen Schutz und das ist der geistige Schutz. Es gibt ja viele Unternehmungen, die das Ganze ausnutzen mit diesen ganzen Elektrostrahlungen und ein Riesengeschäft draus machen und Geräte für 1.000, 2.000, 5.000 Euro verkaufen an gutgläubige Menschen. Und die stellen das dann bei sich zu Hause auf und denken, jetzt bin ich geschützt vor 5G und vor Elektrosmog und vor WLAN und so weiter. Das mag bis zu einem gewissen Grad ja auch möglich sein, dass es gewisse Strahlen in gewissen Bereichen neutralisiert. Aber die Gegenseite, die diese Strahlen verursacht, die sind ja auch nicht dumm und die lassen sich ja nicht einfach so aushebeln von irgendwelchen Geräten. Das heißt, die Strahlen kommen letztendlich an alle an uns ran und werden unsere Gesundheit zerstören. Und die Menschen, die niederschwingen, die haben wenig Schutz, weil den Schutz, den wir haben, haben wir von unserer Seele. Das heißt, unsere Seele schirmt uns ab über die Aura. Und wenn die Aura zu ist und gesund ist, das heißt, wenn der Mensch physisch und psychisch gesund ist und hochschwingt, dann haben diese Strahlen keine Chance, an uns ranzukommen. Also der einzige Schutz, den wir ganz letztendlich haben, ist der göttliche Schutz über unsere göttliche Seele. Und je höher wir schwingen, desto höher sind wir geschützt. Sananda hat bisher 4 Bestseller geschrieben. Band 1 bis 4, die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade erschien sein 5. Buch dieser Reihe mit dem Titel 2024 bis 2036, die Schicksalsjahre der Menschheit. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda www.geistheiler-sananda.net.